Stressig. Woche Nummer 5. Das heißt, ich will euch jetzt meinen fünften Lidl. Ich habe mir diesmal in Bill Ramsey ausgesucht. Der Typ ist auch schon 89 Jahre alt, sollte man nicht glauben. Und der hat eigentlich nur Schlager gesungen, damit er sich seine Berufung leisten können hat. Er ist nämlich ein begnadeter Jazzmusiker. Also ich bin momentan nicht recht bei Stimme, aber probieren wir es einfach. Das Lied, glaube ich, werden die meisten kennen. Kennt ihr das gelesen Virus, das uns überfallen hat, von dem die ganze Welt jetzt spricht? Ja, dieses kleine Dingel, das durch die Luft fliegt und uns dann da niederwirft. Corona, Corona, heißt das kleine Ding, von dem die ganze Welt redet und das, was uns jetzt ganz furchtbar in die Knie zwingt. Da stand der Wirt in sein Lokal, weil er allein ist auf einmal. Jeder bleibt ja brav daheim, nur ein paar Hansel, die halten sich nicht dran. Weil unter 100 Leid halt einmal drei Deppen sind. Und dieses Virus von den Chinesen, ja, der hat uns fest im Griff. Jeden Tag, da sagen uns die Experten, was für uns am besten ist. Von Arbeit keine Ahnung, weil sie leben ja vom Staat. Ich bin gespannt, von was die dann leben, wenn der Staat kein Geld mehr hat. Da stand der Bello in der Burg, ja, im Verstecken ist er gut. Da haben wir droht mit der Polizei, und nur der Kugler, der stottert um und um. Wir dürfen Säuge fliehen, mei, sind wir wirklich so dumm? Jo, und die Reichen, die werden immer reicher, und der Arme, der bleibt arm. Die Schulden zahlen ja nicht die Konzerne, nein, die zahlt der kleine Mann. Es war ja noch nie anders und wird nicht anders werden. Dafür sorgen schon unsere Eliten, die was vom Soros gesponsert werden. Ja, so ist es leider. Dann müssen wir uns abwenden. Aber ich gebe euch jetzt einen heißen Tipp, wie man die Zeit übersteht. Ich persönlich tue sowieso. Ich richte mir einen Gin Tonic her. Erstens desinfiziert er und zweitens ist da noch das Eingespürze nicht ganz gentle, sinnlos, meine ich natürlich. Also, Ohren steif halten. Das hilft.